Liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video und es ist Zeit für was Neues. Es ist Zeit für was Neues. Wir sind gerade so viel am Rumtesten, am Rumprobieren und hatten gestern ein umfangreiches Team-Meeting. Und diese Ergebnisse dessen will ich in diesen folgenden Minuten mal eben mit euch teilen. Und zwar, wie geht's weiter hier auf diesem YouTube-Kanal? Wie geht's weiter mit den sonstigen Projekten? Lass uns mit YouTube beginnen. YouTube ist ja ein visuelles Medium. So. Du sitzt jetzt da gerade, schaust dieses Video und hörst zu, hast diese beiden Sinneskanäle. Und dann haben wir mal evaluiert, was wir denn eigentlich so für Formate haben und was für Videos wir hier tagtäglich so raushauen. Und dann ist uns bewusst geworden, dass die meisten Videos, die wir machen, gar nicht unbedingt diese visuelle Komponente brauchen. Denn wenn ich mich jetzt hier hinsetze und ein Weekly Roundup Video für euch abdrehe, wo ich einfach nur in die Kamera quatsche, da brauche ich diese visuelle Komponente gar nicht. Das heißt, wir haben uns ja für eine Umstrukturierung entschieden und sind zu dem Entschluss gekommen, dass das Weekly Roundup und der Freedom Friday mit Coco, den wir jetzt letzte Woche zum ersten Mal gemacht haben, der übrigens sehr, sehr gut angekommen ist. Danke dafür euer Feedback. Coco hat sich richtig gefreut. Als auch der Social Media Real Talk, die haben eigentlich auf YouTube nichts verloren. Denn das sind keine visuellen Videos. Das sind auditive Videos, da geht es um die Message, um das Hören und ansonsten, ich sitze hier einfach nur und das ist recht unspektakulär. Deswegen machen wir Folgendes, wir schieben diese Formate in das Audio-Medium und zwar in den Awesome People Podcast. Das heißt, auf dem Awesome People Podcast werden wir in Zukunft die Frequenz anziehen, werden mehr als 3 Episoden in der Woche machen, werden jetzt den Social Media Part und den Weekly Roundup Part und Kokos Part werden jetzt in den Podcast gehen und die Q&A ist eh schon auf dem Podcast. Und das kurze Speed-Q&A-Video, das werfen wir einfach mal über Bord. Und das Einzige, was da noch übrig bleibt, sind die Awesome People Stories. Und wir wollen so eine Mischung aus neu featuring alt machen. Wir wollen diesen Spirit dieser Tomatenshows, die ich 575 Episoden lang gemacht habe, den wollen wir wieder mit reinbringen und wollen den kombinieren mit all den neuen Projekten. Das heißt, wir wollen wieder mehr APS machen, wir wollen wieder mehr Daily Vlogs machen, um unserem Credo Document Don't Create dieses Mindset, was Gary Vee ins Leben gerufen hat, dieses viel weniger da sitzen und jetzt den Content in die Kamera reinlabern, sondern eigentlich nur das dokumentieren, was eh schon passiert. Und das ist einfach so viel gerade. Das alleine das letzte Wochenende, wo wir unser VIP-Event hatten mit 7 Leuten, was man da aus dem ganzen Wochenende für den Content rausziehen kann, ist für euch viel, viel wertvoller, als wenn ich mich jetzt im Nachhinein vor die Kamera setze und davon erzähle. Und da kann man direkt im Progress, im Prozess direkt mit dabei sein. Deswegen ist jetzt der Fahrplan für die nächste Woche erstmal wie folgt. Wir fahren jetzt morgen los und beginnen mit der Awesome Formel Tour. Während den 7 Tagen, wo wir unterwegs sind, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Wien, Berlin, wird es Daily APS geben, wir werden wieder Daily Vlogs machen, Good Old Tomatenshow featuring all das, was wir uns jetzt neu vorgenommen haben. Und für danach suchen wir jemanden, der uns genau dabei unterstützt. Aber dazu haben wir noch ein extra Video gedreht, das kommt dann heute Abend, also wir haben einen freien Slot im Team, aber das dann später. Und der Hauptfokus, auf den wir jetzt wirklich alles richten werden, ist auf die Errichtung des ersten Awesome People Space. Das Feedback ist so großartig, was da von euch zurückgekommen ist. Fast 500 Leute haben die Feedback-Umfrage ausgefüllt und da kam wirklich echt so ein, ja, macht es, ich will da unbedingt dabei sein. Und genau das gehen wir jetzt auf Hochdruck an und genau diesen Prozess wollen wir dokumentieren und einfach festhalten und euch zeigen, was da hier tagtäglich hinter den Kulissen bei so einem Mammutprojekt vonstatten geht. Also, das ist der weitere Plan. Ich guck mal, habe ich noch was vergessen auf meine schlaue Liste? Nö. Das ist es. Document Don't Create. Der ganze Content, wirklich der klassische Content, One Take in die Kamera rein, der geht auf den Podcast, da ist er viel besser aufgehoben. Und hier auf YouTube konzentrieren wir uns auf diese visuellen Videos, allen voran auf die Awesome People Stories. Ab und zu wird vielleicht mal so das ein oder andere Video außer der Reihe reinkommen, aber der Großteil des Contents ist jetzt auf dem Podcast. In diesem Sinne, wir sehen uns. Die nächsten Tage gibt es Daily APS. Ich freue mich richtig drauf. Es wird eine geile Zeit und ihr könnt direkt mit dabei sein und sehen, wie das Ganze eigentlich so auf unserer Awesome Formel Tour aussieht, wen wir da so treffen werden, was bei den Leuten abgeht. Und da wird es viel, viel wertvolleren Content noch geben, als wenn ich mich jetzt jeden Tag hinsetzen würde und einfach sagen würde, so Leute, das und das ist Sache, weil dann könnt ihr es direkt erleben und könnt direkt mit dabei sein. So ist der Plan. Ich freue mich über euer Feedback unten in den Kommentaren. Die nächsten Wochen bleiben spannend, bleiben turbulent.
Wir freuen uns mega, diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen. Also, let's do this. Bis dann, Freunde.